Sinaite, ich bin's. Ich stehe vor der Mönchfeldstraße 12. Ja, ja. Hast du gerade ja, ja gesagt? Ich dachte, der Interessent kommt um 7. Ja, ja. Hör auf damit. Sag ja, ja zu irgendwem, aber nicht zu mir. Bei mir ist es 20 nach. Was sagt deine Uhr? Oder kannst du sie nicht lesen? Naja, vielleicht steckt er im Stau. Die Straßen sind frei. Gut, ich gehe da schon mal rein. Mir ist kalt. Ich hole mir hier den Tod. Und das wäre ein ganz schrecklicher Verlust für uns alle. Ja, wann hast du die Maler bestellt? Maler? Wieso Maler? Wie oft? Habe ich dir gesagt, dass der erste Eindruck zählt. Also bestell die Maler. Und wenn es geht, gleich für morgen. Ja, ja. Sag nicht ja, ja. Schreib es auf. Ich verlasse mich lieber nicht auf das, was du im Kopf hast. Und die Fenster. Ich soll noch die Fenster streichen. Gib mir mal bitte die Nummer von dem Kunden. Ich frage ihn lieber selbst, wo er bleibt. Welche Nummer? Ich habe keine Nummer. Du hast dir keine Rückrufnummer geben lassen? Wow, es geht doch nichts über intelligente Mitarbeiter. Vorausgesetzt, man hat sie. Die Anfrage war eine E-Mail. Da. Er hat gefragt, ob er um 19 Uhr besichtigen kann. Und ich habe zurückgeschrieben, ja. Hat der Mann einen Namen? Ja, ein Herr Keller. Wie noch? Hartmut. Hartmut Keller? Richtig. Hallo, sind Sie noch dran? Ja, ja. Naja, es ist ja kein so seltener Name. Den gibt's öfter. Es kann nicht der sein, den ich meine. Da kann es gar nicht sein. Was soll das jetzt? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Wer ist da? Das bin Ist da wer? Abend, Erich. Klaus, ich dachte, du hast Training? Nein, es ist ausgefallen, wegen Grippewelle. 4 vom Team liegen flach. Ist der so gerannt? Ja, ich wollte nicht lange auf dem Bus warten und dann bin ich lieber gelaufen, damit ich nicht aus der Übung komme. Bei diesem Wetter? Also pass auf dich auf, gell? Ja, ja, schon gut, Erich. Ich werde mal heiß duschen. Schönen Abend noch. Gute Nacht. Komm, Bus.
Eva, die schließen gleich. Ich suche dich schon seit einer halben Stunde. Jetzt hast du mich ja gefunden. Denkst du, die steht mir? Jetzt lenk nicht ab. Du hättest mir unten sagen sollen, wo du hingehst. Hab ich doch. Ich hab gesagt, ich brauche was für den Winter. Ich dachte, du meinst Stiefel. Ich hab schon überlegt, dich ausrufen zu lassen. Mama, ich bin kein Kind mehr. Nun sei mal nicht beleidigt. Du bist mein Kind. Ich bin 15. Schon gut. Ist schön. Leider. Gehen wir zur Kasse. Hätte ich erst auf den Preis gucken sollen. Ja, das solltest du öfter mal. Die Tote heißt Renate Lenz, Immobilienmaklerin. Sie war gegen 19 Uhr hier mit einem Interessenten verabredet. Wie wissen Sie das denn schon? Von der Angestellten der Toten, Senai Tagen. Renate Lenz hat mit ihr telefoniert. Sie hat die ganze Tat mitbekommen. Als direkte Zeugin? Ja, Frau Hagen, das sind meine Kollegen, Hauptkommissar Siska, Kommissar Dahlberg. Zeigen Sie uns bitte die SMS, die Sie erhielten. Ja, klar. Sie wurde unmittelbar nach der Tat gesendet, und zwar vom Handy der Toten. Du bist die Nächste. Es muss ein Schock für Sie gewesen sein. Das kann man wohl sagen. Gesendet um 19.21 Uhr. Sind Sie denn in der Lage, das letzte Telefonat mit Frau Lenz wiederzugeben? Ich meine, exakt wiederzugeben. Frau Hagen hat es bereits zu Protokoll gegeben. Arne, wonach frage ich denn? Hallo Doc, und? Ein einziger Schuss, mitten ins Herz. Aus großer Distanz. Der Täter war bemerkenswert treffsicher. Danke. Hier steht, Ihre letzten Worte waren, wer ist da? Wird Ihren Mörder vermutlich gar nicht zu Gesicht bekommen haben. Mhm. Ist gerade jemand angekommen, mein Angehöriger. Wer sind Sie bitte? Das ist Kai, Kai Schlosser. Ja, ich bin Renates Lebensgefährte. Wer hat Sie benachrichtigt? Ich? Erst die Polizei und dann ihn. War das falsch? Treten Sie ruhig näher. Nein, ich kann das nicht sehen. Keiner von uns sieht das gern. Herr Schlosser, Vorname Kai? Richtig. Was sind Sie von Beruf? Kaufmann. Welche Sparte? Im Moment zwischen den Sparten. In Wartestellung, je nachdem, was sich ergibt. Das heißt, arbeitslos? Das heißt, ich bin ein freier Mann. Und ich habe genug Zeit für eigene Pläne. Wo waren Sie vorhin, als Sie die Nachricht erhielten? Ich war zu Hause. Ich habe auf Renate gewartet. Mit dem Essen. Ach, Sie kochen gern. Nein, aber ich kann sehr gut den Lieferservice bestellen. Wie haben Sie ihn denn angerufen? Auf Festnetz? Nein, auf dem Handy. Ah. Ich bin es so gewohnt. Hanne? Es gibt hier nichts mehr zu tun. Wir sehen uns das Büro der Toten an und Sie fahren den Schlosser nach Hause. Das war die Mail mit der Anfrage zur Besichtigung. Von einem Mann namens Hartmut Keller. Sagt Ihnen der Name etwas? Nein. Aber für Frau Lenz schien er von Bedeutung gewesen zu sein. Jedenfalls reagiert sie auf diesen Namen hier sehr verwundert. Mir sagt er trotzdem nichts. Hatte Frau Lenz denn noch andere Angehörige außer ihrem Lebensgefährten? Nur eine Schwester, Corinna. Wissen Sie den vollen Namen und die Adresse? Corinna Matthies, Lasenstraße 16. Haben sich die beiden öfters gesehen? Nie so viel, ich weiß. Ja, die Adresse wussten Sie auf Anhieb. Ja, weil ich den Kindern ein paar Mal was vorbeigebracht habe. Zum Geburtstag, Kuchen und Schokolade. Wie, Frau Lenz war doch die Tante dieser Kinder. Warum hat sie das nicht selbst gemacht? Sie hatte halt viel zu tun. Hier in der Wohnung finden Sie garantiert nichts über Renates Klienten. Sie hat Beruf und Privatleben immer streng getrennt. Teriyaki mit Duftreis. Wäre doch schade, wenn es schlecht wird. Wann wurde das geliefert? Um 19 Uhr. 19 Uhr.
Und danach haben Sie einfach hier so gewartet. Ich bin ein geduldiger Mensch. Haben Sie schon zu Abend gegessen? Nein. Sollten Sie aber. Regelmäßige Mahlzeiten sind wichtig. Das wird Sie noch mal umbringen. Wissen Sie, jeden von uns bringt etwas anderes um. Wissen Sie, was in dem Schreibtisch ist? Schreibzeug oder sowas. Ich weiß es nicht, ich habe ja keinen Schlüssel. Ja, wo ist der Schlüssel? In Ihrem Auto, im Büro, in Renates Handtasche, was weiß ich. Und? Haben Sie jetzt den Eindruck, den Sie haben wollten? Oh ja, den habe ich. Na, da wäre es doch schade, wenn ich Sie noch länger aufhalten würde. Bis bald, Herr Schlosser. Jederzeit. Die E-Mail wurde heute Nachmittag um 14:45 gesendet. Vielleicht lässt sich der Computer feststellen, von dem sie kam, aber das kann dauern. Gut, dann sperren wir hier mal ab und lassen das Ganze morgen sichten. Dann kann ich ja jetzt nach Hause. Ja, wenn Sie möchten. Wir bringen Sie noch runter. Dahlberg. Sie kommen bitte gleich morgen früh zu mir ins Präsidium, ja? Mach ich. Haben Sie einen weiten Heimweg? Mm-mm. Nur zu Fuß um ein paar Ecken. Meine Adresse habe ich Ihnen gegeben. Dann war es das, oder? Gute Nacht. Hinterher? Natürlich. Ich werde Sie unbewacht nach Hause gehen lassen nach dieser Drohung. Ich habe bis zum letzten Moment darauf gewartet, dass ihr das selbst erwähnt. Ich fahre mit Hane zur Schwester der Toten, ja? Wie, heute Nacht noch? Ja, natürlich. Sie ist die einzig direkte Verwandte. Sie wird erben. Das ist ein guter Grund, sie schleunigst kennenzulernen. Herr Schloss hat also definitiv kein Alibi. Um 19 Uhr hat er die Essenslieferung vom Heimservice in Empfang genommen. Danach hätte er ohne weiteres losfahren können, um den Mord zu begehen. Guten Abend. Guten Abend. Komm jetzt, Bobo, wir gehen da rein. Komm, komm. Worum geht's? Um Ihre Schwester, Renate Lenz. Wieso, was liegt denn vor? Ihre Schwester ist tot. Mein Beileid. Danke. Ich meine, Renate und ich, wir sind uns ziemlich fremd geworden in letzter Zeit, aber Schwester bleibt Schwester. Was ist ihr denn passiert? Ich meine, sie ist ja wohl nicht einfach tot umgefallen. Frau Lenz wurde ermordet. Von wem? Das wissen wir nicht. Und wie hat man sie... erschlagen, erdrosselt, erwürgt? Die Untersuchung läuft. Und ist denn das passiert? Vor circa 3 Stunden. Vor 3 Stunden erst? Da führt sie ihr erster Weg zu uns? Ja, sie sind die nächsten Verwandten und soviel ich weiß, ja auch die einzigen. Ach so,
Ja, sind wir. Und jetzt wollen Sie wahrscheinlich wissen, was wir heute Abend gemacht haben. Nein, nein, das war nicht die vordringlichste Frage, aber... Ja, wo warst du denn zwischen 19 und 20 Uhr? Beim Training. Dienstag um 19 Uhr hat er immer sein Handballtraining. Nein, nein, heute Abend nicht. Es ist ausgefallen und ich bin dann heimgelaufen die ganze Strecke. Wann warst du zu Hause? Keine Ahnung, so gegen 7:45. Erich hat mich gesehen. Erich Reinke, unser Nachbar, der mit dem Hund. Er kann es ihm bestätigen. Und wo waren Sie? Einkaufen mit Eva. Wo? Im Kaufhaus Wörner. Sie waren die ganze Zeit zusammen? Das ist ein großes Kaufhaus, da verliert man sich schon mal aus den Augen. Zinaid? Ich dachte mir, schau mal vorbei. Könnte ja sein, dass du Trost brauchst. Das nenne ich Mitgefühl. Und du? Brauchst du auch Trost? Mhm. Aber erst mal einen, der sprudelt. Na dann. Auf Renate. So lieb wie jetzt hatte ich sie noch nie. Auf Renate. Das gehört jetzt alles dir. Es gehört dir doch, oder? Ich hab's schriftlich. Ja! Und, was schreiben die Zeitungen? Sie hatte viel Geld und liebte das Leben. Das heißt, die wissen noch viel weniger als wir. Sehen wir doch mal zu, was wir über sie rausfinden können. Hane, sichten Sie Ihr Büro. Ihr privater Schreibtisch würde mich viel mehr interessieren. Ach gut. Nur zu. Moment noch. Oh, Dahlberg. Nicht viel Schlaf gehabt, was? Schlaf? Was ist das? Was machen wir jetzt mit ihr? Wir reden. Ich habe sie erstmal warten lassen und meinen Überwachungsbericht geschrieben. Besonders schön finde ich diesen Punkt hier. Das ist ja toll. Fragen. Gute Nacht gehabt? Danke, es ging. Sagen Sie, sind Sie denn dann unmittelbar nach Hause gegangen? Haben Sie mich überwachen lassen? Beantworten Sie bitte meine Frage. Nicht ganz direkt. Ich habe erst mal bei Kai vorbeigeschaut. Er wirkte so niedergeschlagen, ich dachte, er braucht Trost. Den hat er ja auch bekommen. 87 Minuten lang. Sie haben mich überwachen lassen. Ja, und nicht nur das. Mein Kollege hat sich auch ein bisschen umgehört da in dem Haus. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Sie seit Wochen dort ein- und ausgehen. Und zwar immer zu Zeiten, wenn Herr Schlosser anwesend ist, Frau Lenz jedoch nicht. Was soll ich da noch sagen? Ja gut, reden wir einfach Klartext. Sie haben ein Verhältnis mit Herrn Schlosser. Ja. Na und? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Renate ihm geben könnte, was er braucht. Seelisch meine ich. Er hat also seine Lebensgefährtin hintergangen und sie ihre Arbeitgeberin. Seelisch meine ich. Wenn Sie das so ausdrücken, klingt es natürlich hässlich. Aber unsere Gefühle sind echt. Jetzt wissen Sie wenigstens, was läuft und müssen mich nicht mehr bewachen lassen. Ja, aber natürlich müssen wir das. Sie haben eine Drohung bekommen, haben Sie es schon vergessen? Ach so, ja, ich,
Ich bin die Nächste. Die wollen Sie nicht wirklich sein, oder? Sie hätten aber wirklich erstmal klingeln können. Ja, das hätte ich. Oh, Sie denken an neue Möbel. Es ist mir ja alles ein wenig zu kalt. Sie fühlen sich hier zu Hause. Ich tue es für Renate. Sie hat immer gewollt, dass ich mich am Leben freue. So besehen machen Sie das ja vorbildlich. Gestatten Sie? Ach. Sie haben den Schlüssel gefunden? Ein letzter Wille. Typisch Renate, sie hat wirklich an alles gedacht. Hiermit vermache ich meinen gesamten Besitz meinem geliebten Lebensgefährten Kai Schlosser. Er war mir stets ein unersetzlicher Beistand. Hane, wie viel davon glauben Sie? Keinen Buchstaben. Ja, das ist ein bisschen dick aufgetragen, also sowas lässt sich mühelos anfechten. Aber lassen wir es seinen Weg gehen. Dieser Herr Schlosser, das ist ja nicht gerade ein Liebling von Ihnen, was? Ach, dieser Mensch ist absolut berechnend und gefühlskalt. Aber Sinaida Hagen ist ja auch nicht gerade ein Muster an Nächstenliebe. Die beiden passen ganz gut zusammen. Ja, vielleicht stecken die beiden unter einer Decke, was den Mord betrifft. Dann hätte sie ihm ein Alibi gegeben. Naja, vielleicht hat er es eben dann allein gemacht. Ja, aber Hane, wenn er es war, warum hat er ihr dann eine Drohung aufs Handy geschickt? Vielleicht wollte er eine falsche Fährte legen. Ist Ihnen schon aufgefallen, das war jetzt der dritte Satz, der mit vielleicht beginnt? Gut, vielleicht sollte ich mir das wieder abgewöhnen. Vielleicht wissen wir einfach noch nicht genug. Dahlberg und ich fahren jetzt noch mal zu der Familie und Sie, Hane, sichten Ihr Büro. In Ordnung. Und nehmen Sie Frau Hagen gleich mit, dann hat sie jemanden, der auf Sie aufpasst. Oh, Sie meinen das aber wieder gut mit mir. Falls Schlosser tatsächlich alles erbt, dann gehen die Mattis natürlich leer aus, bis auf den Pflichtanteil. Falls, ja. Aber ich glaube kaum, dass die Familie darüber Bescheid wusste. Soll heißen, dass jeder von denen nach wie vor ein Motiv hat oder eins zu haben glaubt. Richtig. Dahlberg, Moment. Sind Sie Herr Reinke? Ja. Kriminalpolizei, Viktor Siska, das ist mein Kollege Herr Dahlberg. Nur eine kurze Frage. Haben Sie gestern Abend den Jungen von da drüben nach Hause kommen sehen? Klaus, ja, habe ich. Und um welche Uhrzeit war das? Warten Sie mal, ich komme gerade von ein paar Besorgungen nach Hause. Ich denke, es war so zwischen 6:45, 6:20. Sie denken, das heißt, die sind sich nicht sicher. Also, in etwa. Der Junge hat ausgesagt, dass er 7:45 nach Hause kam. So, wenn er das sagt, ich muss zugeben, ich habe kein besonderes Zeitgefühl. Danke. Kennen Sie die Familie Mattis gut? Seit Jahren. Wie lange soll ich hier eigentlich noch rumsitzen? So lange, bis wir fertig sind. Es können sich immer Fragen ergeben. Was soll ich Ihnen schon sagen? Das sind doch alles uralte Akten. Und ich bin erst seit 8 Monaten hier angestellt. Hören Sie, ich muss meine Katze füttern. Ich habe hier heute früh nichts hingestellt. Also schön, dann gehen Sie füttern. Sie begleiten Frau Hagen nach Hause. Danke. Was soll ich Ihnen über meine Schwester erzählen?
Was auch immer Ihnen einfällt, wir müssen uns ein Bild vom Charakter Ihrer Schwester machen. Als ob sie einen Charakter gehabt hätte. Klaus? Wir wissen, dass sie so gut wie nie hierher zu Besuch kam. Früher war das anders, da kam sie öfter. Ja, aber auch nur, um damit anzugeben, was sie alles hatte. Früher, was für eine Zeit meinen Sie denn mit früher? Früher, als unsere Männer noch lebten. Sie sind beide Witwen? Ja. Wir wurden es gleichzeitig. Wie das? Renates Mann liebte schnelle Autos. Er kam alle paar Monate vorbei, um uns sein neuestes vorzuführen. Bei seiner letzten Fahrt nahm er meinen Mann mit und stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen. Wann war dieser Unfall? Vor 6 Jahren und 2 Monaten. Und so wurden sie beide gleichzeitig zur Witwen? Mit einem Unterschied. Tante Renate wurde eine reiche Witwe und von da an waren wir abgeschrieben. Sie wollte ihr Geld für sich, nur für sich. Kennen Sie einen Mann namens Kai Schlosser? Nur dem Namen nach, das war ihr Spielzeug. Naja, sie hat ihn als Alleinerben eingesetzt. Das ist schwer zu glauben. Warum? Nach dem Tod meines Schwagers hatte Renate 5 solche Männer wie Hans Schlosser. Kein länger als ein Jahr. Die bekamen alle ein Leasingauto und durften bei ihr wohnen. Das war's schon. Alleinerbe? Wirklich? Ja, es gibt da ein Schriftstück. Noch ein Name. Hartmut Keller. Soll das ein Scherz sein? Nein. Hartmut Keller war der Name des Lastwagenfahrers. Der Fahrer des Unfall-LKWs? Ja. Das ist ein Name, den ich nie vergessen kann. Eva, ich hab dir gesagt, du sollst dieses Ding leiser stellen. Entschuldigung. Was ist? Eine Nachricht. Von einer Nummer, die ich nicht kenne. Du bist die Nächste? Aber ich kenne die Nummer. Hane? Gut, dass Sie anrufen. Ich weiß jetzt, wer Hartmut Keller ist. Ja, das wissen wir aber mittlerweile auch. Wo ist Frau Hagen? Zu Hause. Warum? Hane, hier ist eine SMS angekommen von dem Handy von Frau Hagen. Und zwar mit den exakt selben Worten wie gestern von dem Handy von Frau Lenz. Wo ist Frau Hagen? In ihrer Wohnung. Ja, aber warum sind Sie nicht bei ihr geblieben? Ich sollte sie hinbringen. Sie ist nichts von dort bleiben. Das ist ein Missverständnis. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Kommen Sie. Wir sind schon unterwegs. Gut. Die verlassen das Haus nicht. Sie rührt sich nicht. Dann probieren wir es anders. Sie machen auch Hausbesuche. Ja. Nein. Warum machen Sie die Tür nicht auf? Steigen Sie jedes Mal aus der Wanne, wenn es klingelt? Wenn das Wasser rauscht, dann hört man nichts. Was wollen Sie denn? Frau Hagen, wo ist Ihr Handy? Um mich das zu fragen, schlagen Sie die Tür ein? Ich weiß nie, wo das Ding gerade rumliegt. Gut, dann sehen wir doch mal, ob es hier irgendwo rumliegt.
Sie haben es vermutlich ausgeschaltet, ja? Was soll denn das alles? Wir haben gedacht, dass Sie in Gefahr sind und wir müssen wissen, wo Ihr Handy ist. Jetzt denken Sie nach. Wo haben Sie Ihr Handy gelassen? Ich denke ja schon. Sie könnten mir trotzdem sagen, was los ist. Irgendjemand hat von Ihrem Handy aus per SMS eine Drohung versendet an eine weitere Person. Ist ja nicht zu fassen. Scheint wirklich nicht hier zu sein. Frau Hagen, was anderes. Ja. Sie wollten doch Ihre Katze füttern. Und? Sie haben gar keine. Ich musste mir was ausdenken. Sonst hätten Sie mich doch ewig in dem blöden Büro sitzen lassen. Ich stelle fest, Sie lügen gern. Wollen Sie mir Vorträge halten oder wollen Sie einen Mörder suchen? Wollen Sie uns an der Nase herumführen? Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Was soll ich eigentlich meinem Vermieter erzählen? Da wird Ihnen schon was einfallen. Bin ich mir ganz sicher. Entwarnung? Nein, keine Entwarnung. Dahlberg, nicht bevor wir dieses Handy gefunden haben. Und noch eins, Eva Mattis wird überwacht. Und zwar so lange, bis Ablösung kommt, ja? Ich hab's gehört. Ist jetzt Entwarnung? Nein, ich bleibe euch vorerst noch erhalten. Naja, die Sache hat auch was Gutes. So, was denn? Jetzt sehen Sie wenigstens, wie idiotisch jeder Verdacht gegen uns war. Es ist noch vieles ungeklärt. Was soll das heißen? Oh, nichts weiter. Sie haben uns immer noch im Verdacht. Ich sage nur, es ist noch vieles ungeklärt. Sie denken wirklich, wir haben etwas mit dem Mord zu tun? Es ist eine Möglichkeit von vielen. Aber wie kommen Sie denn bloß auf solche Gedanken? Solche Gedanken gehören bei uns zum Beruf. Aber was hätten wir denn schon davon? Dieser Kai Schlosser ist doch die einzige Person, die von Renates Tod profitiert. Das haben wir doch eben alle gehört. Das hatten Sie aber vorher noch nicht gewusst. Ach, Sie glauben, dass einer von uns Renate umgebracht hat, um an ihr Geld zu kommen? Naja. Sagen Sie bitte ja oder nein. Wie gesagt, es ist eine Möglichkeit von vielen. Einer von uns? Das wären ja entweder meine Mutter, meine Schwester oder ich. Wissen Sie überhaupt, was Sie da sagen? Ich weiß, was ich sage, aber Sie scheinen nicht ganz zu verstehen. Wir dürfen keine Möglichkeit übersehen. Sie sind verrückt. Ich muss jetzt hier raus, ich brauche Luft. Und glauben Sie bloß nicht, Sie können mich halten. Klaus! Er ist jung, da nimmt man immer alles so persönlich. Hören Sie, Eva hat eine gute Freundin, bei der sie gerne übernachtet. Der Vater ist Polizeibeamter. Denken Sie, man kann sie da hinbringen? Das halte ich für eine gute Idee. Was ist denn hier passiert? Das war die Polizei, die dachte, mir sei was zugestoßen. Wie? Ich erklär's dir. Ein guter Freund von mir, ich rede mit ihm privat, wenn's recht ist. Ich brauche dich. Du musst mein Handy wegschaffen, es liegt unten im Hof. Wie? Ich habe eine Nachricht gesandt an die Tochter von Renates Schwester. Die gleichen Worte wie gestern an mich. Und dann habe ich das Handy aus dem Fenster geworfen, damit es niemand bei mir findet. Warum machst du sowas? Verwirrung stiften. Die wissen jetzt endgültig nicht, was sie denken sollen. Weißt du, ich habe nicht gleich kapiert, warum du mir diese Nachricht gesandt hast. Aber dann habe ich begriffen, du wolltest ablenken. Raffiniert. Du bist so raffiniert. Du denkst, ich habe diese Nachricht geschickt? Du denkst, ich habe Renate umgebracht? Du denkst das schon die ganze Zeit? Wenn du das denkst, dann denkt das die Polizei jetzt auch. Du bist die Nächste. Besser hättest du es doch gar nicht ausdrücken können. Damit hast du mich zum Hauptverdächtigen gemacht! Au! Ist dir das klar? Lassen Sie Frau Hagen los! Bis jetzt hat es mich ja nicht weiter gestört. Aber du bist wirklich die dümmste Kuh, die ich kenne.
Ah, abgelöst. Ja, ich habe Eva Mattis bei dieser Polizistenfamilie abgeliefert. Da sind ständig 5 Leute um sie rum. Man muss sich keine Sorgen machen. Und Klaus Mattis? Hat aus dem Vereinsheim seiner Mannschaft angerufen. Da gibt es eine Matratze zum Übernachten. Er will allein sein. Ein stiller Brüter. Na, so still ist er nun auch wieder nicht. Ich glaube, in dem Jungen steckt eine Menge Wut. Und, gibt's hier was Neues? Ja, wir haben die IP-Adresse des Computers ermittelt, von dem aus die E-Mail versendet wurde. Sehr gut. Ja, ganz wie man es nimmt, dieser Computer, der steht in einem Internetcafé am Max-Weber-Platz. Das heißt, ständig Publikumsverkehr, besonders am frühen Nachmittag. Ist nahezu ausgeschlossen, dass wir da auch irgendwas herausfinden. Trotzdem gehen Sie da bitte hin, Dalberg, und befragen Sie die Angestellten. Ja, wie Sie haben doch gerade gesagt, es ist ausgeschlossen, dass wir da irgendwas auswendig machen. Dalberg, da müssen Sie jetzt aber ganz genau zuhören, was ich sage. Ich habe gesagt, nahezu ausgeschlossen. Das ist also nicht ganz. Aber für einen Kaffee reicht's noch, ja? Ja, Sie müssen wirklich genauer zuhören. Dalberg, was glauben Sie eigentlich, warum das Internet Café heißt? Können Sie doch wirklich auch da trinken. Ich möchte das bitte so schnell wie möglich erledigt wissen, damit sich die Angestellten vielleicht noch an den gestrigen Nachmittag erinnern. Ja? Danke. Was haben wir denn rausgefunden über Hartmut Keller? Ja, nicht viel. Also, ich war bei der Speditionsfirma, für die er damals als Fahrer gearbeitet hat. Aber die haben ihn nach dem Unfall und dem Prozess nicht wieder eingestellt, was man ja verstehen kann. Das Einzige, was ich also habe, ist seine Adresse von damals und Telefonnummer. Ich habe auch schon ein paar Mal angerufen, aber da geht niemand hin. Wo ist das denn? Oh, das ist ganz weit draußen hier, weit hinter Mosach. Na gut, fahren wir doch einfach hin. Sehen wir mal. Der Computer ist der hier. Von hier kam die E-Mail? Ja, das ist die Nummer. Halt! Bitte nicht anfassen. Wieder Abdrücke? Da waren seit gestern mindestens 20 Leute dran. Und bei uns wird täglich alles sauber abgewischt. Wir achten drauf. Wir haben unseren Ruf. Das ist ja schön für Sie. Können Sie sich vielleicht erinnern, wer hier gestern Nachmittag um 14.15 Uhr dran gesessen hat? Kann ich garantiert nicht. Auch nicht, wenn Sie gründlich nachdenken? Nein, zwischen 2:30 habe ich meine Mittagspause. Dann war doch bestimmt jemand anderes da, der um die Zeit Aufsicht machte. Ja, das war Martina. Vielleicht haben Sie mehr Glück, als Sie denken. Warum? Martina ist gut. Sie vergisst nie ein Gesicht. Mhm. Und wo ist sie? Sie haben gleich nochmal Glück. Da hinten, gerade am Gehen. Martina, kommst du mal bitte? Der Mann ist von der Polizei. Er will wissen, wer gestern um 14.15 Uhr da am Computer war. In dem? Ja. Um 14.15 Uhr. Richtig. Das war... Ich glaube, da war überhaupt niemand dran. Es muss jemand dran gewesen sein. Es ging ja eine E-Mail raus. Aha. Denken Sie bitte nochmal nach. Schüler. Irgendwelche Schüler. Was für Schüler? Irgend so eine Gruppe. Die kommen ja immer gleich in Gruppen. Können Sie sie beschreiben? Ihr Chef sagt, Sie vergessen nie ein Gesicht. Bei Schülern ist das anders. Die sehen für mich alle gleich aus. Ich will es ja nicht drängen, aber ich hab's eilig. Danke. Frau Keller? Ja? Guten Abend, Kriminalpolizei Viktor Siska, das ist mein Kollege Herr Hane. Wir wollen zu Hartmut Keller. Sind wir da richtig? Schon. Herr Keller? Wer kommt noch? Das ist Achim, mein Lebensgefährte. Hartmut Keller ist mein Vater. Ah, und wo ist der? Was wollen Sie denn von ihm? Das fragen wir ihn schon selber. Er ist auf seinem Zimmer. Vielleicht schläft er auch schon. Wir haben nicht wissen können, dass Sie kommen. Ich habe mehrmals versucht, Sie anzurufen. Wir sind tagsüber nicht da. Ich gehe putzen und Achim ist beim Straßenbau. Und Ihr Vater? Der geht nie ans Telefon. Worum geht's denn? Fragen zu früher? Ja, das auch. War Ihr Vater gestern Abend zu Hause? Der ist nie woanders. Und hat in letzter Zeit jemand nach ihm gefragt? Nach dem fragt schon lang keiner mehr. Ah, du bist noch auf, gut. Da sind Leute. Herr Keller, guten Abend. Kriminalpolizei. Mal wieder. Geht's wieder ums Gleiche. Falls Sie den Unfall vor 6 Jahren meinen, ja. Ich war schuld, weiß doch jeder.
Wir wissen, Sie haben gebüßt, Herr Keller. Der Fall ist erledigt. Soll das ein Trost sein, oder was? Ein Scheißdreck ist das. Was meinen Sie? Die zwei sind tot und ich lebe noch. Nichts ist erledigt. Herr Keller, haben Sie die Angehörigen der beiden Männer, die damals bei dem Unfall ums Leben kamen, denn jemals kennengelernt? Bei der Gerichtsverhandlung, da habe ich die gesehen. Die Kinder habe ich gesehen, die Kinder. Und später? Haben Sie später noch mal jemand von denen gesehen? Glauben Sie, dass ich das ausgehalten hätte? Hanne, der Mann hat mit unserem Fall nichts zu tun. Der Mörder hatte eine sichere Hand, er zittert. Warum hat der Täter seinen Namen benutzt? Weil der Name für ihn eine Bedeutung hat. Für die Familie Mattis hat der Name eine Bedeutung. Und zwar die allerschlimmste, die man sich denken kann. Widerstand ist zwecklos. Klaus? Ich denke, du bist im Vereinsheim. Ich kann noch nicht schlafen, das geht einfach nicht. Und es sieht ja so aus, als ob ich Eva im Stich lassen würde. Wie geht's ihr? Sie übernachtet woanders, wo man auf sie aufpasst. Gut. Warum warst du so leise beim Reinkommen? Ich hab gedacht, dass ihr längst im Bett seid. Mir ging's wie dir, ich kann nicht schlafen. So viele Gedanken. Klaus? Bei uns hat's doch nie Geheimnisse gegeben. Warum hätte es welche geben sollen? Genau. Warum hätte es welche geben sollen? Wer hat ihn gefunden? Drei Nachbarn gleichzeitig. Der Film war auf Schleife gestellt und fing immer wieder von vorne an, so lange, bis die Leute hier im Haus genug hatten von dem Krach und Nachsehen kamen. Außerdem weiß ich inzwischen, dass er mich angelogen hat. Er hatte von Anfang an einen Schlüssel für den Schreibtisch. Hanne, das stützt unsere Vermutungen. Der Tod von Renate Lenz, der kam für ihn völlig unerwartet. Und er hatte in aller Eile ein falsches Testament verfasst. Und das ist auch der Grund, weshalb er jetzt da draußen liegt. Er war einfach zu gierig. Sie meinen, er war den echten Erben im Weg? Jede Wette, dass das Vermögen jetzt zurückfließt an die Familie Mattis. Die wussten alle Bescheid über das Testament. Und noch eine Wette. Die Waffe ist dieselbe wie bei Renate Lenz. Dann sollten wir zusehen, dass wir schleunigst die Waffe finden. Ich habe bei mir auch mein Auto. Muss man jetzt wegkommen. Du bist jetzt dabei, die Fingernägel zu machen. Ich bin jetzt bei den Fingernägeln. Okay. Tüte klar. Also Filmtüte. Ist er wirklich tot? Mord ist kein Spiel. Haben Sie das jetzt begriffen? Jetzt war ich halt gerade irgendwie. Wirklich tot. Sena Ithagens Handy lag tatsächlich im Hinterhof. Lädiert, aber voll funktionsfähig. Sieht so aus, als ob sie uns jetzt die Wahrheit sagt. Ja, schade, dass sie uns nicht mehr zu sagen hat als nur das. Glauben Sie, dass sie nichts weiter weiß? Die Angst hat sie jetzt eingeholt. Sie ist jetzt dieses Nervenbündel, das sie eigentlich gestern schon hätte sein sollen. Sie hatte also nichts mit dem Mord zu tun? Ebenso wenig wie Kai Schlosser. Diese Dummheit, die hat uns unnötig aufgehalten.
Sie tippen weiter auf die Familie Mattis? Sagen Sie mir eine andere Möglichkeit. Ich habe die Papiere. Die Suche nach der Waffe kann losgehen. Hane, Sie übernehmen dieses Vereinsheim und wir kümmern uns um die Familie. Eine Durchsuchungsanordnung? Heute Nacht ist ein weiterer Mord passiert, Frau Mattis. Schlosser? Du bist doch schnell draufgekommen. Was? Da gehört doch gar nicht viel dazu. Oben ist nichts. Bin auch gleich fertig. Warum tun Sie uns das an? Frau Mattis, es sind zwei Morde passiert. Und Sie haben kein Alibi. Und Sie sind die Einzigen, die davon einen Vorteil haben. Fehlt Ihnen denn jede Menschenkenntnis? Ich dachte immer, die muss man haben in Ihrem Beruf. Keiner von uns wäre fähig zu so etwas. Keiner von uns dreien. Spüren Sie denn das nicht? Haben Sie Menschenkenntnis? Meine eigenen Kinder trauen mir nicht mehr. Ich dachte immer, das wäre das Schlimmste, was einem passieren kann. Es tut mir leid. Es ist nicht das Schlimmste. Es gibt etwas noch Schlimmeres. Was denn? Ich traue Ihnen nicht mehr. Ich sehe die beiden an, ich habe das Gefühl, ich kenne sie, dann habe ich das Gefühl, ich kenne sie nicht mehr. Lösen Sie diesen Fall. Finden Sie die Wahrheit, egal wie sie aussieht. Sonst werden wir nie wieder eine Familie sein. Dahlberg! Ja, das Team zieht ab. Sehe ich, ohne Ergebnis. Die wissen nicht, wo sie noch suchen sollen. Hane, fertig im Vereinsheim? Wir haben alles auf den Kopf gestellt, aber Fehlanzeige, nichts. Gut, dann kommt mal mit. Wohin? Billard spielen. Wie, morgens um 10:30? Hoffentlich sieht uns kein Steuerzahler. Tja, ne? Sie stehen ganz schön unter Strom heute. Ja, lasst uns das Spiel vergessen. Das beruhigt mich auch nicht. Corinna Mattis kann es nicht gewesen sein. Das passt nicht. Ihr ganzes Verhalten spricht dagegen. Dann war es der Sohn. Das passt auch nicht. Jetzt überlegen Sie doch mal, Dahlberg. Die E-Mail zur Verabredung, die wurde am frühen Nachmittag losgeschickt. Das heißt, die Tat war vorsätzlich und geplant. Zu diesem Zeitpunkt aber wusste Klaus Mattis ja noch gar nicht, dass am Abend sein Training ausfallen würde. Das erfuhr er ja erst, als er um 19 Uhr dort ankam. Und die Tochter kann es auch nicht sein, weil zu der Zeit, als Kai Schlosser ermordet wurde, war sie mit 5 Personen zusammen. Es sei denn, die Tochter beging den ersten Mord im Alleingang, redete dann mit ihrem Bruder und der beging den zweiten Mord. Dahlberg, das glauben Sie doch nicht wirklich. Also ich stelle fest, wir haben alle Möglichkeiten durch, wir haben keine Waffe und wir haben keinen Täter. Ja, genau. Tja. Und was jetzt? Zurück zum Anfang. Wir befragen alle Leute, die jemals mit Renate Lenz Kontakt hatten, und zwar zu jedem Detail aus ihrem Leben. Nach allem, was wir wissen, muss der Täter aus dem nächsten Umkreis stammen. Dahlberg, vielleicht wissen wir noch nicht genug. Ich zurück ins Büro? Ja. Zurück zur Familie? Ja. Nicht nur für Sie, nicht nur für Sie.
Das kann ja Wochen dauern, bis wir das alles sichten. Das macht nichts. Das macht gar nichts. Sie müssen keine Angst haben. Wir sind ja da. Wie kann man jemandem sowas antun? Was? Jemandem so eine Nachricht schicken. Das ist schlimmer als Mord. Ist Ihr Gedächtnis wirklich so schlecht, wie sich das anhört? Ja gut, ich habe sowas auch geschickt. Aber das war doch nicht echt, das war ein Witz. Woher hätten wir wissen sollen, dass das ein Witz war? Fragen Sie mich jetzt bloß nicht, ob ich was gelernt habe. Ich glaube, das wäre eine überflüssige Frage. Vielleicht war die Nachricht an mich ja auch nur ein Witz. Könnte doch sein, oder? Das könnte doch sein. Und nach dem Tod unserer Männer ist die Verbindung dann endgültig ab. Ich weiß so gut wie nichts von ihrem Leben seitdem. Aber wir hatten schon zuvor nicht viel gemeinsam. Sie war 5 Jahre älter als ich und seit ich mich erinnern kann, hatte sie ihr eigenes Leben. Was soll ich Ihnen sonst noch sagen? Was soll ich Ihnen sonst noch sagen? Nichts, Frau Mattis. Ruhen Sie sich aus. War das alles? Für heute ja. Danke. Wohnen Sie jetzt schon hier oder was? Nein, wir gehen bereits. Gibt's was Neues? Nichts von Belang. Der ist ja lieb, gehört ja Ihrem Nachbarn, oder? Ja, naja, eigentlich gehört er uns allen. Er ist genauso oft hier wie drüben. Naja. Die Kinder haben den Hund. Das ist ja nett von Ihrem Nachbarn. Manche Hundebesitzer sind da sehr eigen. Erich ist viel mehr als nur ein Nachbar. Wie meinen Sie das? Er ist unser guter Geist. Immer da, wenn man ihn braucht. Er ist auch Evas Patenonkel. Ach. Wiedersehen. Wiedersehen. Bad Dalberg, genau genommen besteht diese Familie nicht nur aus 3 Personen, sondern aus 4. Wenn man den lieben Patenonkel mitrechnet. Als wir mit ihm gesprochen haben, da dachten wir ja, er wollte Klaus Mattis ein Alibi geben. Das denke ich jetzt erst recht. Und vielleicht ist es genau andersrum. Vielleicht wollte er sich selbst ein Alibi geben. Riskieren wir's? Die Durchsuchungsanordnung? Ja, es reinfallen können wir nicht. Hallo? Herr Reinke, wir sind hier wegen der üblichen Formalitäten. Formalitäten? Ja, wir würden uns gerne bei Ihnen umsehen. Ja, gilt das denn nicht nur für da drüben? Nein, nein, das gilt für den gesamten Bereich der Familie und die gehen ja hier bei Ihnen ein und aus. Dürfen wir, ja? Danke. Sie wohnen alleine hier? Meine Frau lebt nicht mehr. Kinder hatten wir keine. Herr Reinke, wollen Sie, dass wir hier alles durchsuchen? Oder? Danke. Herr Reinke, ich nehme Sie vorläufig fest wegen Verdachts des Mordes an Renate Lenz und Kai Schlosser. Sie lieben die Leute da drüben wirklich sehr. Sie sind meine Familie. Ich wollte Ihnen alles geben, was ich habe, aber ich habe ja nichts. Ich hatte nie etwas. Also wollten Sie Ihnen zu einer Erbschaft verhelfen? Als Sie dann hörten, dass Kai Schlosser alles erben würde, haben Sie den auch umgebracht. Renate Lenz war schrecklich, wissen Sie. Ich selbst suche in Person. Die hätte ihre Schwester und die Kinder am liebsten verhungern lassen. Da trafen Sie die Verabredung mit Frau Lenz unter dem Namen Hartmut Keller. Und zwar exakt zu dem Zeitpunkt, da Sie wussten, dass Mutter und Tochter beim Einkaufen sind und der Junge beim Handballtraining. Ich dachte, dass die da drüben alle ein Alibi hätten.
dann wäre ein Verdacht gar nicht erst aufgekommen. Es war ein Fehler, den Namen Hartmut Keller zu verwenden. Es wurde mir klar in dem Moment, als ich die Mail abschickte. Aber da war es zu spät. Ich hatte mir das alles so einfach vorgestellt. Ich dachte mir, ich sitze für die letzten Jahre meines Lebens am Fenster und sehe zu, wie drüben alles blüht und gedeiht. Naja, damit wird es jetzt wohl nichts mehr. Nein, Herr Reinke, damit wird's nichts. Thank you.